Östlich der Knochenberge erstrecken sich die Ebenen der Jugosnai. Zwischen der Leviathanbucht im Norden und dem schrumpfenden Meer im Süden leben die Nomaden, welche wir als die Jugosnai kennen. Die Ebenen der Jugosnai sind flach und hügelig und ähneln in gewissermaßen den Graslanden der Dothraki. In diesem Video schauen wir uns die Kultur, die Lebensweise und die historische Entwicklung dieser sonderbaren Spezies genauer an. Die Jugosnai sind verwandt mit den sesshaften Gnai, welche östlich der Ebenen leben. Sie ähneln den Dothraki, denn sie leben in Zelten und im Sattel. Und doch sind sie so verschieden. Sie sind ein Kopf kleiner, krummbeinig und dunkelhäutig, ihre Köpfe sind groß, hingegen ihr Gesicht klein. Ihre Köpfe laufen spitz zusammen, was auch auf ihrer alten Sitte beruht, den neugeborenen Babys während der ersten 2 Jahre ihres Lebens die Köpfe einzubinden. Wo die Dothraki noch erbitternde Machtkämpfe bestreiten, wer den längsten Zopf und wer die beste kriegerische Statur hat, rasieren sich die Männer der Jugosnai die Köpfe bis auf einen schmalen Streifen in der Mitte. Die Frauen entfernen sogar jedes Körperhaar und achten auf eine reine Haut. Pferde würden auf Dauer nicht in den Ebenen überleben, die Reittiere der Jugosnai sind bekannt unter den Zerden, eine Kreuzung aus Pferd und Zebra. Die Zerden stammen von der Insel Leng, südlich Yitis. Ebenfalls bewegen sich die Jugosnai nicht in großen Gruppen, wie es bei den Khalasaren der Khals der Fall ist, sondern sie reiten in kleinen Gruppen, die zumeist aus der ersten und zweiten Blutlinie hervorgehen. In der Hierarchie jeder Gruppe steht der Yat ganz oben, er ist der Kriegshäuptling, an seiner Seite weilt eine Mondsängerin als Priesterin, eine Heilerin und eine Richterin. Der Yat kümmert sich um Kriegs- und Raubzüge, während in den anderen Belangen die Mondsängerin entscheidet. Die Götter der Jugosnai untersagen das Blutvergießen an ihrem eigenen Volk, junge Männer stehlen Ziegen, Hunde und Pferde, die Frauen entführen den Bräutigam. Obwohl die Jugosnai so friedlich und harmlos wirken, sind sie eine ernstzunehmende Spezies. Sie haben durch ihre andauernden Überfälle auf die uralten Lande der Gnai etliches Land schon zerstört. Das einst so stolze Königreich besteht so heute nur noch aus einer einzigen Stadt. Bevor die große Trockenzeit über die Ebenen hereinbrach, haben die Jugosnai einen blutigen Krieg gegen die Hyrkun geführt, in welchen sie Flüsse und Brunnen vergifteten und so tausende Menschen töteten und in die Sklaverei verschleppten. Die Überreste der Hyrkun wurden über die Knochenberge gestreut. Sogar das Goldene Reich der Yeti war Ziel der Zerstörung, Gold und viele Edelsteine wurden durch die zahlreichen Überfälle der Jugosnai geplündert, hunderte Städte, Bauernhöfe und ganze Felder zerfielen zu Ruinen und Asche. Die Yats waren gierig nach Macht und Reichtum und konnten von keinem der Kaiser und Generäle der Yeti zur Strecke gebracht werden. Erst der große Lobu vereinte eine Armee aus rund 300.000 Soldaten und überquerte die Grenzen des Reiches. Sein riesiges Heer fegte über die Ebenen der Jugosnai und hinterließ ein einziges brennendes Ödland. Lobu teilte sein großes Heer in 13 kleinere Armeen auf und entsandte sie in alle Richtungen, um die Zerdenreiter zu jagen. Laut den Chroniken starben an jenem Tage 1 Million Jugosnai durch die Hände der Yiti. Die überlebenden Gruppen der Jugosnai sammelten sich unter dem Ruf von Zea zusammen. Sie war eine große, kraftvolle Frau, die jede der 13 Armeen der Yeti ausrottete. Sie folterte die Gefangenen unter grausamen Bedingungen und führte sie durch das Ödland, welches sie hinterließen. Lobu selbst war einer der getöteten Männer, dessen Schädel gehäutet und anschließend in Gold getränkt wurde. Nach diesem Ereignis wurden die Jugosnai gefürchtet wie kein anderes Volk. Und damit sind wir wieder einmal am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. In diesem Sinne würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und lasst auch gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt in die Comments, was ihr als nächstes sehen wollt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.